Wir kommen heute zu einem kurzen Zwischenbericht aus der fünften Transcension. Und ja, ich habe einfach ein paar Informationen, die ich mit euch teilen möchte. Angefangen bei meinem Evaluation darüber, was es mit diesem Wert hier auf sich hat und wovon der abhängt. Also so wie ich es feststellen konnte in dieser Runde, ist es so, dass der tatsächlich allein davon abhängt, welches Level man als Maximum erreicht hat, sowie eben dem Solomon, beziehungsweise im Deutschen heißt er ja Pyramidikus. Aber dass letztlich allein dieser Wert hier ausschlaggebend ist und das Maximallevel, was wie gesagt bisher erreicht wurde. Und dann so meine neuen Erkenntnisse, nachdem ich jetzt tatsächlich mal geschafft habe, die Beschreibung von diesen beiden letzten Skills, die Kaido mitbringt, genauer zu lesen. Weil ich habe mich immer gewundert, diesen Skill hier dann schon zu kaufen beim letzten Mal, und irgendwie hat der hier gar nicht mehr DPS bekommen, was klar ist, weil eben hier steht, dass es auf Betty Tapper gilt. Genauso wie der letzte sich dann auf König Midas bezieht. Was zur Folge hat, dass im Gegensatz zum letzten Transcension, oder bevor ich die Transcension gemacht hatte, hatte ich ja Bomber, Max, Greg und Kaido letztlich die ganzen Gildenpunkte verteilt. Und genau das habe ich jetzt geändert. Ich habe gerade vorher, also bevor ich die Verteilung, die jetzt aktuell ist, vorgenommen habe, noch einen Test gemacht, wo ich dann König Midas, Betty Tapper und den Kaido jeweils 170 Gildenpunkte verpasst hatte. Und das Verhältnis von den DPS-Zahlen war etwa so, dass Betty Tapper hatte, glaube ich, etwa ein 15. Also König Midas hatte 15 mal so viel Damage wie Betty Tapper. Und gegenüber Kaido hat er etwa das 30-fache gehabt. Weswegen also König Midas mit Abstand dann, gerade aufgrund dieses letzten Bonus, einfach die meiste DPS hat. Insgesamt habe ich jetzt auch noch weiter aussortiert, weil vorher habe ich hier schon angefangen, die Heroes, die ich letztlich nicht aufleveln werde, weil die nur, also ich kann es mal kurz aufklappen, die haben letztlich nur DPS für sich selber. Das heißt, sie erhöhen einfach nur ihren eigenen DPS-Schaden und haben sonst sozusagen nichts beizutragen. Sie haben keinen Skill, sie erhöhen keinen DPS-Schaden für alle oder meinen Klickschaden oder sonst irgendwas. Das heißt, deswegen sind die ziemlich uninteressant. Und nachdem ich jetzt auch ein paar Mal schon, nachdem ich inzwischen Betty Tapper verwendet habe, habe ich dann auch die einfach hochleveln können, ohne wirklich die hier zwischen notwendigerweise benutzen zu müssen. Weswegen ich die jetzt auch vorhabe, für die restlichen Extensions für diese Runde dann eigentlich gar nicht mehr zu verwenden. Das heißt, die sind alle nur sozusagen auf sich selbst bezogen, haben nur einen Bonus auf ihre eigenen Damage-Werte und damit sind sie uninteressant. Und die anderen beiden, die letzten beiden hier, haben natürlich nochmal dieses Spezial, dass hier der Goldbonus und der SPS allgemein nochmal erhöht wird, weswegen ich die natürlich beibehalte. Und ja, das also jetzt schon mal zu einer großen Änderung. Das heißt, ich werde jetzt noch nicht alle hundertprozentig alle nur auf König Midas hochstellen, aber so nach und nach wird er auf jeden Fall mit Abstand die meisten Gildenpunkte weiterhin behalten. Und die Abstände haben sich jetzt natürlich noch weiter verstärkt. Also jetzt bin ich bei 34, beziehungsweise ich habe das halt immer dann in den 25 Schritten direkt angeschaut. Also 2 hoch 307 wäre hier der nächste Sprung. Sie hat 2 hoch 306, da kann ich das jetzt gerade mal angleichen, so dann ist sie auch bei 307. Hat jetzt einen Schaden von 1,1 hoch 280. Er hat einen Schaden von 3,3 hoch 281, also mehr als das 30-fache. Und er hat jetzt aktuell, gehe ich auch mal noch 1, 2 hoch, okay, er ist jetzt also deutlich drüber und hat auch nur einen Schaden von 5 hoch 280. Das heißt, dass er jetzt zwar knapp, wobei Betty Tapper kann ich dann auch nochmal wieder 1 hochnehmen, damit sie im Vergleich ziemlich ähnlich ist. Das heißt, da liegen die im Momentan relativ gleich auf, 1,8 hoch 81, und ja, also ihr seht, Betty Tapper ist da auf jeden Fall nochmal deutlich besser als er, aber im Vergleich zu König Midas, wenn ich den jetzt auch wieder auf 308 bringe,
2 hoch 82. Das heißt, da bleibt ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden, der locker mal um den Faktor 10 bis 15 dann halt immer variiert. Je nachdem, wer hier jetzt gerade das letzte Upgrade soweit bekommen hat. Jetzt kann ich ihn auf jeden Fall noch mal ein bisschen ans Limit bringen, bis 309. Hier müsste ich auch noch ein Gold haben, genau. Den ich hier dann jetzt erstmal auf die 5-Minuten-Quest nehme, damit ich da noch ein bisschen was sammeln und ein Relikt einsammeln kann. Zu den Relikten kann ich euch auch gleich noch die nächste Entwicklung erzählen, nachdem ich die jetzt hier mal wieder weiter angehoben habe, weil dann geht hier auch das Auto-Fighting sozusagen mal wieder ein bisschen los. Im Moment bin ich gerade eigentlich am Ende von einem Durchlauf und jetzt fehlt bloß noch der Push, um ihn noch ein paar Level weiterzutragen. Ah, interessant. Okay, lila ist aber uninteressante Eigenschaften und hier sind auch uninteressante Eigenschaften. Das heißt, inzwischen habe ich mich, habe ich meinen Fokus sozusagen aufgesplittet zwischen Monster benötigt zum nächsten Level und letztlich der Chance auf Urbosse. Weil allein das Primäre auf Urbosse ist gar nicht mehr so interessant, weil ja im Verhältnis zu dem, was ich so als von den Urbossen selber beziehen kann, sind ja eben die Mercenaries aufgrund der Verbundenheit mit den Seelen, die es hier für einen Aufstieg gibt, sehr viel spannender. Deswegen ich jetzt auch für die letzten beiden, also hier sind ja 72 und hier nochmal 37%, also über 100% gibt es jetzt nochmal für die Quick Extension. Okay, die werde ich hier wahrscheinlich nicht abwarten, das wird mir zu lange dauern. Aber auf jeden Fall kann ich hier nochmal mindestens 2,5 hoch 12 Seelen einsammeln, was mich dann auch für die nächsten Seelen bereits schon wieder zur vierten Ascendant Soul dann bringt. Wenn denn das nächste Transcend schon anstehen würde, aber es ist noch ziemlich weit entfernt, weil die Boni noch nicht erreicht sind. Also ich bin jetzt aktuell bei einem 1,8 oder so in der Dreh hoch 10. Das heißt, ich bin noch mehr als das Zehnfache sozusagen von dem maximal Primalreward entfernt, bevor also für mich wieder so ein Transcend in Frage kommt. Und aktuell bin ich hier, einfach mal wieder die Statistik ein bisschen durchgehen. Aktuell bin ich hier mit 1,3 auch schon deutlich höher, was die insgesamt die Seelen angeht, die ich bisher geopfert habe. Mit dem nächsten steigt das natürlich nochmal, weil ich habe jetzt in dem einen Durchgang alleine schon so viele Heldenseelen, wie ich insgesamt überhaupt schon geopfert habe. Also ich würde nicht sagen, dass es Fahrt aufnimmt, aber es hat zumindest einen konstanten Beschleunigungsfaktor, sodass es irgendwie immer noch das Gefühl hat, dass ich vorankomme. Aktuell bin ich jetzt bei 16 Tagen und was ich auch nochmal in den alten Videos überprüft habe, die Transcendentions, die Ascensions in den Transcendentions haben deutlich abgenommen, weil im ersten war ich glaube ich so bei 42, 43 waren das dann, bevor ich die dann dritte abgeschlossen habe. Zur vierten, die ich abgeschlossen habe, waren es 35 und mal sehen, wie viele es jetzt dieses Mal tatsächlich werden. Also ob die jetzt dann mehr als 35 werden, ob ich noch mehr als 10 machen werde. Im Moment bin ich so bei 1,5 Ascensions pro Tag. Und deswegen, also für die Mechanik hier ist wie gesagt einfach nur noch Solomon ausschlaggebend, weswegen es auch interessant sein kann dann, dass ich hier tatsächlich den Ponyboy beim nächsten ein bisschen weiter hochstufe, dass der meinetwegen nochmal 5 Punkte dazu bekommt, je nachdem wie viel Ascendant Souls ich habe. Das andere Ziel ist natürlich hier noch weiter hochzukommen. Also hier werden mindestens dann, vorausgesetzt das bleibt bei 2, würde ich gerne 4 Level hochgehen, das heißt dafür bräuchte ich mindestens 8. Und dann bräuchte ich noch weitere 5, um Solomon auf 2000 zu bringen. Das wäre so mal im Moment das Ziel. Also mal sehen, wie weit es hier mit den Transcensions passiert. Also hier seht ihr jetzt, okay, aktuell bin ich inzwischen sogar schon bei 5,8 jetzt natürlich für das Level. Aber es ist noch ein ganzes Stück entfernt, bis 3,2 hoch 11 da wirklich anzuschließen. Und der wird jetzt noch nicht geschafft. Das mache ich gleich dann noch mit dem Push. Eine andere spannende Entwicklung, die kann ich mal auflösen, ist die Entwicklung für die Gilde. Weil das, was ich mir bisher aufgefallen ist, war eigentlich immer, dass der Gildenzug normalerweise 10% gebracht hat. Da wollte ich jetzt gerade mal gleich noch was ausrechnen. Also normalerweise hatte ich immer die Erfahrung gemacht, okay, ich bekomme 10%, das wären in dem Fall hier 1,3
3 hoch 12 gewesen. Aber das war deswegen, weil ich immer im Wechsel hatte. Einen Tag konnte ich den Superboss hier besiegen, also den Titan, und den anderen Tag dann halt wieder nicht, weil er dann zu stark geworden ist. Ohne dass ich Diamanten hätte investiert hätte, war das einfach nicht möglich. Und da sich das ja hier die Lebenszahlen immer verdoppeln, ist es jetzt nicht so interessant gewesen, das wirklich zu tun. Was jetzt aber dazu kommt, ist, dass ich jetzt die letzten 3 Tage etwa immer wieder den Boss gekillt habe, weil einen Tag habe ich ihn verpasst, dann hatte ich natürlich einen einfachen, dann den zweiten, den ich normalerweise immer schaffe, dann war das schon der zweite Tag, und dann hatte ich so viele Seelen jetzt eingesammelt. Ihr habt ja gesehen, dass ich jetzt schon deutlich mehr habe, als ich je geopfert habe, weswegen mein Damage hier auch deutlich angestiegen ist. Und in dieser Kombination ist es dann tatsächlich, dass diese Heldenseelen nicht nur mehr 10% ausmachen. Und genau das wollte ich jetzt nämlich nochmal nachschauen, beziehungsweise nicht 10%, weil eigentlich müssten es ja mehr sein. Mal gucken. Weil normal hatte ich ja gesagt, dass das 1,3 hoch 12 hätten sein müssen, aber es irgendwie dann hier weniger geworden sind, aber trotzdem sich von Tag zu Tag das, was ich bekomme, immer wieder verdoppelt hat. Und deshalb, wenn ich das jetzt gerade nochmal ausrechnen. Okay, wenn ich es gerade richtig gerechnet habe, sind es jetzt aktuell 2,6%, aber dann anscheinend nur noch, weil, wie gesagt, ich denke, das war vorher höher, aber das werde ich auf jeden Fall in nächster Zeit nochmal beobachten, wie sich das tatsächlich verhält. Zum einen im Verhältnis, wie das mit den täglichen Kämpfen ist, das heißt, wenn ich einen Tag Pause habe und keinen Titan besiegt habe, inwieweit es dann deutlich abnimmt. Und ob es dann nicht eventuell sinnvoller ist, die Gilden sozusagen aufzulösen und neu zu starten und dann jeden Tag immer nur einen Boss zu machen, weil wenn sich von Tag zu Tag tatsächlich anhand des gekillten Bosses diese Seelen sozusagen noch ein bisschen anheben lassen, dann wäre es natürlich sinnvoller, immer wieder von vorne anzufangen, statt irgendwie mal einen Tag abwarten zu müssen, den man nicht besiegt, und einen Tag wieder zu kämpfen. Da werde ich auf jeden Fall in den alten Videos nochmal nachschauen, ob ich daraus ablesen kann, inwieweit das die 10% oder vielleicht waren es auch nur 1% direkt von dem Boss-Level hier einfach abhingen. Das heißt, weil ich irgendwie längere Zeit bei 45, 46 rumgehangen habe und den gar nicht großartig überwinden konnte, logischerweise, weil ich jetzt die letzten Tage noch nicht signifikant Heldenseelen eingesammelt habe. Oder ob es tatsächlich auch damit zusammenhängt, ob man täglich letztlich den einen Boss besiegt und eins weiterkommt, und wenn da eine Pause dazwischen ist, dass man einen Tag den nicht schafft, ob dann die Anteile sinken. Also das werde ich nochmal ausprobieren, und wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dann werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich die Gilde einfach resetten und eine neue starten, um dann ja jeden Tag letztlich nur einen Boss und langsam Tag für Tag aufzusteigen, weil wenn ich aktuell bis Boss 47 ganz gut komme, dann hätte ich natürlich 1,5 Monate, in denen ich einfach nach und nach meine Seeleneinkünfte über die Titanen auf jeden Fall maximieren könnte. Aber wie gesagt, das werde ich nochmal ausprobieren. Ich denke, bis zur nächsten Transcension werde ich da auch mehr wissen und das dann ausprobiert haben. So, jetzt muss ich mal gucken, 3,7, das heißt, ich müsste in einer Stunde kann ich nochmal frei, und dann kann ich noch ein zweites Mal machen. Da werde ich dann schon sehen, ob sich das hier tatsächlich einfach nochmal verdoppelt. Das werde ich heute auf jeden Fall ausprobieren, und dann werde ich den einfach einen Tag zurückfallen lassen. Es kann auch sein, dass ich mit der nächsten Transcension, da ich ja so viele Heldenseelen einsammle, auch noch einen ganz guten DPS-Bonus bekomme, der mir dann den Titan tatsächlich ermöglicht, ihn so zu besiegen. So, jetzt lang genug geredet, auf zum Push, bevor die Zeit sozusagen komplett abläuft. So, hier muss ich selber jetzt noch nicht großartig klicken, weil die werden ja ohnehin schnell genug platt gemacht. Da kann ich euch hier noch kurz was zu den zu den Antiken erzählen. Also inzwischen bin ich hier jetzt bei Level 40. Dadurch, dass ich ja jetzt hier die Relikt-Level sozusagen aufgeteilt habe, hat der jetzt nur 11 Bonus, und parallel hat der hier dazu 12 Bonus, also 12 Level dazu bekommen. Und dafür brauche ich jetzt nur noch knapp 7, teilweise sogar nur noch 6
Monster, die ich dann, um einen Aufschub zu machen, weil inzwischen ist es schon sehr erheblich, was das sozusagen einfach an Zeit bedeutet, ob ich jetzt 4000 Level mit 6 Monstern, mit 7 Monstern oder gar mit 10 Monstern sozusagen hier durchgehen muss, die getötet werden müssen, bis zum nächsten Level zu kommen. Ansonsten sind auch, ich habe im letzten Video gesehen, hier war ich maximal bis 30, das heißt, die sind jetzt sozusagen in den Unterstufen inzwischen bis 35, weil das halt so wenig Seelen im Verhältnis macht. Und auch hier bin ich, glaube ich, mindestens eine Zehnerpotenz höher jetzt mit dem Mortus, wo ich ja die, wie gehabt, die meisten Seelen erstmal reinstecke, damit auf jeden Fall der Heldenschaden oder der Bonusschaden für die Heldenseelen erhalten bleibt und ich dann nur den Rest letztlich auf die anderen Antiken verteile. Ja, soweit zum aktuellen Stand. Mal schauen, wie lange jetzt die Zeiten hier noch laufen, weil ich denke, sobald die hier durchgelaufen sind, werde ich noch zum nächsten 5er oder 10er dazu gehen. Genau, jetzt sind die Zeiten schon mal durch, das heißt, bis 20 werde ich noch machen. Ich habe jetzt 2825, kann ich gleich nochmal vergleichen, wie viele jetzt tatsächlich dann ein Level aktuell ausmachen. Aber wie gesagt, der Solomon ist eigentlich das einzig Ausschlaggebende, der dann die paar Seelen, die leicht ansteigen, also ich glaube am Anfang so eben 1, 2, 5, was so die Basisseelen sind und was dann so nach und nach ansteigt. So, jetzt habe ich den auf jeden Fall schon mal erledigt. Und von 25 ist es jetzt schon auf 65, das heißt 40, also 0,04 hoch 12 sind da sozusagen angestiegen. Was aber wie gesagt primär mehr damit zu tun hat, welches Level dann der Primiomedicus bzw. Solomon hat, weil der eben ja einfach die Basisseelen, die man pro Level bekommt, einfach hoch multipliziert. So, da ich jetzt eben den Reset mit euch noch machen möchte, genau, also hier habe ich mich jetzt verbessert, dadurch, dass ich halt auf den Midas, König Midas umgeschwenkt bin, habe ich natürlich jetzt einigen DPS-Bonus nochmal bekommen, weswegen ich hier einen ziemlich großen Sprung gemacht habe. Sonst waren es also 30 bis 40 Level, die ich jetzt mit einem Durchmarsch erhöht habe. Ihr seht, jetzt sind es über, also jetzt sind es 130 Level und 130 Gildenpunkte, die ich letztlich auch wieder dazu bekomme. Die werde ich entsprechend dann auch hier direkt auf ihn vereinen. Das macht jetzt DPS-technisch nicht wirklich viel aus. Aber ihr seht, dass die Zahl trotzdem noch leicht steigt. Und okay, dann mache ich den einen noch hier unten. Na komm. So. Okay, dann habt ihr weiterhin über 130. Jetzt gilt es natürlich vor dem Reset noch hier die Bonusseelen einzuheimsen. Das heißt einmal 2 hoch 12 und einmal noch 1 hoch 12. Das heißt insgesamt dreifache. Ja, also nochmal 3 hoch 12 dazu bekommen, weswegen auf jeden Fall die nächste Heldenseele sicher ist. Also die nächste Ascendant Soul natürlich sicher ist. Und dann auf zum Weltenreset. Und dann soweit wie gehabt. Inzwischen, wie gesagt, mache ich nur noch die Helden dann, die hier tatsächlich direkt auftauchen. Mit einer Schatzkiste am Anfang ist natürlich ideal. Da bekomme ich schon einen ganzen Teil von diesem ja, zur Verfügung gestellt. Also, dass ich hier die ersten schon direkt auf 200 bringen kann. Und jetzt gilt es wieder, die Heldenseelen entsprechend zu verteilen. Also jetzt ist das Ziel 2,6 hoch 14 zu erreichen. Und das, ja, da brauche ich bloß einmal hoch 13 dazu zu nehmen, dann komme ich hier mit Sicherheit auf 2,65 oder so 2,75, das heißt auch noch ein kleiner Bonus hier wieder dabei. Das reicht dann, mehr muss ich dem Mortus dann nicht geben, die restlichen Seelen kann ich alle hier dann ausgeben. Das heißt hier wieder ein Level nach oben, hier noch ein Level nach oben und die restlichen Seelen wandern dann zunächst erstmal auf den Pyramidicus. Mal gucken, der 5er wird nicht gehen, dann mache ich erstmal die 10.000, soweit sie halt möglich sind, damit auf jeden Fall hier so ein 500.000 dazukommen, oder 50.000 sind sie in dem Fall, und dann hier, der 6er ist da auch schon zu viel, da den SPS sozusagen noch ein bisschen hochzubringen, das sollten auch so 5 klappen, mal gucken, ja.
Und dann verteile ich die restlichen Punkte normalerweise einfach noch zwischen den anderen Vieren. Ihr seht, der vergoldete Bonus ist dann der erste, der normalerweise den Bonus bekommt. Dann gilt es jetzt, okay, die Fünfer reichen nicht aus, dann wird es diesmal jetzt keine weiteren Boni geben, weil über die kleineren Werte, das lohnt sich einfach nicht. Das heißt, die hoch 10 bleiben dann einfach erstmal stehen bis zum nächsten Reset. Ja, soweit. Wie ihr seht, bin ich hier jetzt schon bis Yuki, wo ich hier schon wieder die ziemlich leicht zukaufen kann, obwohl ich gerade mal Level 50 bin. Und jetzt gilt es halt erstmal weiterzumachen, Runde für Runde. König Midas lohnt sich erst dann auf Maximum zu bringen, wenn ich den, ja, wenn ich Level 2000 mit dem Kaido, genau, Kaido, wenn ich hier Level 2000 erreicht habe. Vorher werde ich dann jetzt einfach nur noch Betty Tapper benutzen, bis ich ihn dann hochleveln kann. Und in der Hinsicht finde ich es tatsächlich ein bisschen schade, dass eigentlich so viele Helden ziemlich überflüssig werden. Also wie gesagt, alle, die jetzt hier eingeklappt sind, sind sozusagen für den weiteren Spielablauf irrelevant. Und jetzt hier Furchtloser Ritter bis zum Schluss bleibt eigentlich, also von Furchtloser Ritter bis hier bleiben die jetzt alle zusammengeklappt, weil sie keinen weiteren Bonus bringen und ich letztlich die Schadenzahlen auch mit Betty Tapper erreichen kann, ohne dass ich mich da jetzt großartig anstrengen müsste und die anderen Helden zwischendurch benutzen müsste. Ja, soweit heute ein kurzes Zwischenupdate für die aktuelle Transcension. Wie gesagt, hier nochmal die Zahlen. Heldenseelen hatte ich ja gerade schon. Die Transcensions, ja, jetzt gerade den neuen Aufstieg und 16 Tage ist sie jetzt alt. Und eine Sache, die ich fast vergessen hätte. Ich habe es geschafft, diese vermaledeite Quest, einen Söldner auf Level 25 zu bringen. Der lebt jetzt aktuell auch noch, deswegen, der ist jetzt gerade auf dem Weg zu Level 30. Er ist mir zum Glück in den hohen Level noch nicht wieder gestorben, weil ursprünglich hatte ich hier beabsichtigt, Diamanten zu sammeln, um ja, sicherzustellen, dass ich den bis Level 25 bringe. Aber dann ist mir, glaube ich, einer auf, also zumindest noch so um Level 20 rum abgekratzt und der wollte locker mal 3000 Rubis haben, um wiederbelebt zu werden. Da dachte ich mir, okay, kannst du es knicken. Also jemand zwischen Level 20 und diesem Ding hier irgendwie wiederzubeleben, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also außer man will mehrere hundert Euro ins Spiel investieren. Deswegen habe ich mich dann von der Idee verabschiedet und hatte eben, wie gesagt, das Glück, dass der jetzt überlebt hat und auch bis jetzt immer noch am Leben ist. Und dadurch diese eine Errungenschaft, die irgendwie ganz viele Rubis im Zweifelsfall vorausgesetzt hätte, weil alles andere lässt sich irgendwo mit Zeit erspielen, aber den Söldner überleben zu lassen, das ging irgendwo nicht. Weil wenn er gestorben ist, war der einfach mit den Zahlen nicht wiederzubeleben. Und deswegen freut es mich natürlich ganz besonders, dass er jetzt den Level 25 erreicht hat und dass das ja abgehakt ist. Weswegen ich dann auch dazu übergegangen bin, eben einen Großteil oder erstmal 300 ja, Diamanten, 300 Rubis für die Heldenseelen aus, für die Gilden auszugeben. Weil deswegen habe ich hier inzwischen jetzt auch von 180 nochmal auf 210 sozusagen mich gesteigert, sodass ich auch beim nächsten Transcension dann dort noch ein paar Boni vom Anfang an schneller bekomme. Gut, aber soweit genug für heute mit dem Zwischenupdate und wir sehen uns dann bei der nächsten Transcension, wenn es dann darum geht, die fünfte letztlich abzuschließen. Und mal sehen, wie viele Acidian Souls ich bis dahin zusammenbekomme, bevor ich hier eben auf das Maximum Rivat treffe und sich dann nicht mehr sehr lohnt, weiterzuspielen. Also, bis demnächst wieder. Tschüss!